Hallo Leute, ich bin der Mindabanade und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Funke Club Colors in der Variante Blau. Ja, hier handelt es sich um eine T1 Rauchbombe mit einer NEM von 61 Gramm. Die Besonderheit hierbei ist ja der Reißzünder. Wir werden sie jetzt gleich mal zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Ja, ich tue mich mit der Bewertung der Club Colors ehrlich gesagt ein bisschen schwer, da ich außer die Club Colors mein Leben noch keinen einzigen Rauchartikel gezündet habe. Deswegen weiß ich nicht, ob der Artikel jetzt gut ist oder schlecht. Ja, ich kann nur meine persönliche Erfahrung damit wiedergeben. Also ich fand den Reißzünder war auf jeden Fall eine gute Idee. Das macht man bei Rauchbomben auf jeden Fall mehr Spaß, als jetzt irgendwo eine Visco anzuzünden. Ja, die Farbe des Rauchs hat mir ganz gut gefallen. Blaue ist allgemein immer eine super Farbe. Ja, die Rauchdichte fand ich, denke ich mal, war stellenweise ganz okay. Nur ich denke mal, gemessen am Preis gibt es, gerade was die Laufzeit angeht, ja, auf jeden Fall schon Besseres. Also wenn ich mir in meinem Händler des Vertrauens da so die Rauchartikel angucke, da sind, ich denke mal, mitunter von PGE die Rauchfackeln, die, ich sag mal, für 1 Euro bis 2 Euro mehr statt 20 Sekunden dann irgendwie 70 Sekunden Brenndauer haben. Da überlege ich mir dann doch, ob ich mir die Club Colors nochmal hole. Also es war auf jeden Fall ein schöner Artikel, mal zu gezündet zu haben, aber ja, persönlich, ich brauche ihn nicht nochmal. Bleiben wir dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut auf das nächste Video und auf Wiedersehen.